Krieg, meine Damen und Herren. Liliana, ich hab dich betrogen. Und da hinten sind noch Orks. Erobern wir die Stadt zurück. Vermutlich sind alle, die ich in dieser Stadt je geliebt habe, tot. Aber das ist okay. Naja, nicht okay, aber... Jetzt endet eh alles. Ich will nur nicht, dass einer meiner Gefolgsleute stirbt. Da habe ich keinen Bock drauf. Kommt doch ran! Buggy Fighting System ist buggy. Also Zephyrin hat echt die Ruhe weg, kann das angehen? Gehackt. Achso, die spawnen hier, die Affen. Ne? Ich glaube, die spawnen hier unendlich lange, ha? Moin, Alistair. Stan? Kann ich echt die Stadt verlassen? Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Okay, laufen wir den Kram noch ein bisschen weiter ab. Meine Mitspieler sind ja heftig genug, die alle zu one-hitten. Da, da. Ja, da geht's rein in die Stadt, oder sind das die Außenmauern? Stan hat aber einen guten Tank an seiner Seite. Ja, Winde, ne? Speichert den Shit. So, hier geht's raus. Ja, es ist verwirrend. Es ist verwirrend. Ist es wirklich? Ich hoffe, in dieser Folge endet alles, weil ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich möchte zumindest das Ende noch sehen. Mit mir. Tatsache, wir haben ja alles geklärt, ey. Wobei ich wenig gemacht habe, zugegeben. Meisterhaftes Stehlen. Ich habe nicht einmal gestohlen in diesem Spiel. Nicht einmal erfolgreich. Aber egal. Ich will nur endlich mal weiterkommen. Äußerst schade, dass Dave nicht dabei ist, aber er hat leider keine Lust. Ach komm. Lasst mich doch noch weiterlaufen. Alistair oder Riordan oder wer ist da? Ja, Riordan. Das wird sich bald ändern. Was wird sich bei besser als erwartet. Verfluchte Nack. Auf einen von uns kommen drei von denen. Was?
Was machen wir jetzt, Riordan? Ihr habt doch sicher einen Plan. Die Armee wird ihnen nicht lange standhalten. Wir müssen schnellstens zu diesem Erzdämon. Geht mit Alistair und höchstens zwei Begleitern in die Stadt. Der Rest bleibt hier und verhindert, dass noch mehr Wesen wird. Ich muss alleine gehen. Wenn wir zusammenbleiben, spürt uns der Erzdämon, bevor wir bereit sind. Laber nicht. Wir müssen einen hohen Punkt der Stadt erreichen. Du willst dich bloß verstecken, Riordan. Die Spitze von Fort Drakon zum Beispiel. Die... was? Wollt ihr den Drachen anlocken? Wir haben keine andere Wahl. Aber ich warne euch, sobald wir die Bestie angreifen, wird sie alle ihre Generäle zu sich rufen. Oh, ich spüre in Denerim zwei Generäle. Vielleicht solltet ihr sie töten, bevor ihr nach Fort Drakon geht. Eines ist sicher. Wenn wir diese Generäle erschlagen, bleibt den Bewohnern der Stadt sehr viel Leid erspart. Die Suche könnte aber auch wertvolle Zeit kosten. Die Entscheidung liegt bei euch. Einige Einheiten uns... Ja. 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 Los geht's. Also gut. Alle anderen werden hier gebraucht, um die dunkle Brut an den Toren aufzuhalten. Aber wer soll sie anführen? Das wäre etwas für Stan. Vermutlich. Gut, das müsste reichen. Alles, was war, ist nichts gemessen an dem, was euch jetzt erwartet. Der Erbauer sei mit euch. Weil Stan in den härtesten Situationen schon einen kühlen Kopf bereitet. Wenn das Blut der Schlacht den Stein durchtränkt, wird Helden der Sieg und Verderbten der Tod geschenkt. Als Verderbter grüße ich euch. Zeigen wir ihnen, wo unser Herz schlägt. Und dann zeigen wir ihnen das ihre. Der Erzdämon ist der Nächste, richtig? Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich bin froh, dass ich mitgehen darf. Vielleicht sind wir doch noch nicht völlig verloren. Damit soll wohl gesagt sein, dass jemand sich hinter mir verstecken wird, wenn der Drache Feuer spuckt. Lasst uns versuchen, die Sache durchzustehen, ohne dass von mir nur noch Kieselsteine übrig bleiben, ja? Ist okay. Oder mich der Drache frisst. Abgang eines Steins bekäme eine völlig neue Bedeutung, nur ich wäre lieber nicht dabei. Nun gut, genug der Worte. Wir haben eine brennende Stadt einzunehmen. Oder so. Ich weiß, München. Seid ihr bereit? Endlich liegt das Schlachtfeld vor uns. Ich habe nichts geleistet. Dank euch sind wir so weit gekommen. Daran besteht kein Zweifel. Geschafft. Das Ende liegt vor uns. Wir sind so weit gekommen. Schon seltsam zu wissen, dass sich unser aller Schicksal binnen weniger Stunden entscheiden wird. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Kehrt unbeschadet wieder und möge der Erbauer auf euch herablächeln. Ihr spielt also ohne mich den Drachentöter, was? Gut, gut. Bestellt dem Erzdämon Grüße von mir. Er hat schon ewig nicht mehr geschrieben, das ist ziemlich beunruhigend. Und passt auf euch auf. Lasst euch nicht fressen. Außer natürlich, ihr haltet es für zwingend erforderlich. Nach allem, was war? Ihr wollt mich nicht mitnehmen? Ich würde es schon durchstehen, aber wenn ihr meint, hier trennen sich unsere Wege. Ihr beschreitet den Pfad zu eurer Bestimmung und ich den zu meiner. Davon würde ich abraten, aber euer Weg bleibt natürlich der eure. So geht denn und erschlagt euren Erzdämon. Ich wünsche euch Ruhm und Ehre. Bevor wir uns dem Erzdämon stellen, möchte ich euch etwas sagen. Ich weiß, dass Morrigan uns angeblich retten wollte. Aber kann man ihr denn vertrauen? Und werden wir überhaupt lange genug überleben, um den letzten Schlag führen zu können? Darum möchte ich euch einfach sagen, dass es mir eine Ehre war, an
eurer Seite zu kämpfen. Dann lasst uns diesen Erzdämon finden und ihm in seinen breiten Hintern treten. Krieg! Winner hat gar nichts gesagt. Wir gehen erstmal ins Marktviertel. Das wird jetzt zurückerobert. Vielleicht finden wir einige Generäle. Es wäre nämlich wirklich schlimm, wenn alle Generäle auf einmal zu uns stoßen. Ich kann mir das übel vorstellen. Das Marktviertel. Mal gucken, wie die sich so gehalten haben. Zwerge, Redcliffe, Armeeauswahl. Jede Armee wird durch ein Symbol erstellt, mit der Zahl die Anzahl der Kämpfer und jeder Kämpfer angibt. Jede Armee kann nur einmal eingesetzt werden und in jedem Gebiet kann nur eine Armee aktiv sein. Wird eine Armee in einem Gebiet besiegt wurde, kannst du dort eine andere Armee einsetzen. Es hätte noch eine Armee gegeben? Die Elfen, die Zwerge, Redcliffe und die Templer. Es hätte noch eine Armee gegeben, aber okay. Wir machen das ohne Hilfe. Wo ist denn Alistair? Alistair, du solltest Balian helfen. Der hat gleich gelinde gesagt Probleme. Um den Gesandten, den knockst du jetzt erstmal zurück. Zack! Schlagfest! Meine Leute. Verrecke. Was nur noch ein Ruger. Ich werde meine kompletten Armeen aufheben und aufbewahren. Für den Zeitpunkt, da ich sie tatsächlich brauche. Rundumschläge sind auch was ganz Nettes. Direkt, du Ogre. Oh, doch, wir haben noch die Aura des Baden. Warum kriegt die keinen Mana weg? Nicht in Reichweite oder was? Aber selbstverständlich. Du bist mein König nicht töten. Wir wollen Blut sehen. Sag mal. Geklärt.
glaube, das speichern wir besser. Bin gespannt. Da ist der Hörlock-General. Gleich zum Leben. Schmeiß ihn um. What the fuck? Okay, dann frisst du jetzt einen starken Wundumschlag. Gehst mal wieder in deinen Bedrohungsmodus. Und gehst in die Steinform. Alter, what the fuck? Macht der Kane? Okay, du fehlst nicht. Nee, die gibst du dir selbst. So, jetzt ist nur noch der Hörlock-General da, richtig? Ich werde es tun. Bist du nicht in der Steinform? Doch, Alter, warum hältst du nichts auf? Okay, es ist wieder Zeit für einen Wundumschlag. Scheiße, dann kommt schon wieder ein Ogre. Das wird ein Spaß. Meine Güte. Jetzt brauche ich. Wie laufen diese Fäden? Lyriumtrag. Umschlag. Ja. Meine Fresse. Ja.
Du frisst erstmal Wurmschlag. Alter, was machen die für Damage? Verreckt. Fresse. Habe ich irgendwelche Verletzungsausrüstung? Eine, ja. Oh, dann schalten wir jetzt die richtigen Stances an. In Ordnung. Wir haben ganz gut Elfen verloren, aber wir haben es dafür geschafft. Holen wir uns das Gesindeviertel noch zurück. Pardon. Ach komm schon, Spiel. Boah, gegen viele von diesen Generälen will ich aber nicht antreten. Hoffentlich haben die Elfen auch gekämpft. Vetter? Oh, was bin ich froh, dich zu sehen. Das Gesindeviertel wird angegriffen. Eine riesige Schar der dunklen Brut nähert sich und die Tore werden ihr nicht standhalten. Du musst uns Nein, das ist auch meine Heim. Ihr könnt auf uns zählen. Sag uns, was wir tun müssen. Und wir kämpfen bis zum letzten Atemzug. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Das ist ein anderes Wort für Lauf weg. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ich bin bereit. Ich hab gehört, ich mache einfach ein Erdbeben da hinten hin. Der General. Das war eine gute Heilung. Alistair kassiert das Pferd. Ne? Thank you.
trinken. Meine Fresse. Ach komm, wegen Lex ist Balian jetzt gestorben. So, Winnie, du frisst erstmal nochmal Nerion. Okay, es ist Zeit für die Zwerge. Du frisst auch noch einen Wundumschlag. Und die Zwerge sollen langsam anfangen. Bitte. Berge! Friss den Pott! Friss den Pott! Wo ist dein verdammtes Problem? Haben wir es denn mal langsam? Hier schießen wir weg. Die Zwerge sind ganz cool. Ich muss die Zwerge am Leben erhalten. Das kann nicht. Ich werde es nicht.
Wo ist Balian? Hacken wir die besser. Sein, oder? Schauen wir noch mal schnell, wer von den Leuten überlebt hat. Ich vermute mal niemand, oder? Oder Chiani überlebt. Wir haben es geschafft. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Du bist zurückgekommen. Für mich, für uns alle. Das werden wir niemals vergessen. Dafür werde ich sorgen. Bitte, nimm das. Ich bete dafür, dass es dir in deinen künftigen Schlachten helfen wird. Wir müssen gehen. Möge der Abaure für dich wachen. Das ist aber kacke, der Ring. Naja, gut. Beende ich die Folge für heute. Bis demnächst. Ciao, ciao.